Gefährten versammeln sich erneut. Reist zur Zuflucht. Es ist Zeit für unsere endgültigen Vorbereitungen. Sie halten gerade ein wichtiges Treffen ab und haben mich gebeten, ein wenig Abstand zu halten. Ich meine, ist das denn zu glauben? Wo ist denn da das Vertrauen? Geh doch eben mal ein wenig auf die Müllhalde spielen, Catwell. So ist brav. Ob mich das stört? Oh, mich stört gar nichts. Ich bin ja anscheinend hier nur der Dorfdepp. Schaut mich nicht so an. Waren hat dieses Treffen einberufen. Anscheinend möchte er uns etwas mitteilen. Ich für meinen Teil zittere schier vor gespannter Erwartung. Seid willkommen, meine Freundin. Auch ich würde gerne ein paar Worte mit euch wechseln, doch zunächst bittet mein Fürst um eure Aufmerksamkeit. Ihr seid zurück. Wir haben viel zu bereden, aber Fürst Waren scheint euch dringend als Erster sprechen zu wollen. Wir unterhalten uns später. Willkommen zurück, Entseelte. Die Kunde von Manimarcos Dahinscheiden verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Wie Würmer haben sich seine Anhänger tief in die Erde gegraben, um dem gleißenden Licht des kommenden Morgens zu entgehen. Wie immer kommt ihr gleich zum Punkt. Ihr habt das Unmögliche möglich gemacht. Der König der Würmer wurde vom Zorn Molag Baals verschlungen. Die Macht seines Wurmkults ist auf immer zerschlagen. So lautet die düstere Wahrheit in dieser Angelegenheit. Doch das Amulett der Könige befindet sich in unserem Besitz. Und es gibt noch viel zu tun. Im Schlaf höre ich seine gequälten Schreie und Molag Baal zwingt meinem Geist Visionen seiner ewigen Folter auf. Ich kann euch zeigen, was genau ich sehe, wenn ihr es so wünscht. Seht das Schicksal des Königs der Würmer. Bitte, genug! Es war ein Missverständnis, mein Gebieter! Lasst mich euch dienen! Lasst mich meine Treue beweisen! Genug, ich flehe euch an! Manimarcos Qual wird unendlich sein. Der Gott der Intrigen wird ihn benutzen, um ein Exempel zu statuieren. Alle, die ihm folgen, werden wissen, dass man den größten aller Betrüger nicht betrügen kann. Trotz allem, was er getan hat, tut er mir leid. Aber deshalb wurdet ihr nicht hierher gerufen, Entseelte. Kommt, Sai Sahan möchte zuerst mit euch sprechen. Die Wart, der größte Schwertheilige, lehrt uns, dass das Schicksal eine Kette ist, deren Glieder eines nach dem anderen geschmiedet werden. Unsere Kette ist beinahe vollendet. Nur ein einziges Glied fehlt noch. Euch, meine Freundin, ihr seid das fehlende Glied der Kette. Ich werde euch nicht mit überschwänglichem Lob langweilen, sondern es frei heraussagen,
Ihr seid eine große Kriegerin und eine vertrauenswürdige Freundin. Daher möchten wir euch ein Angebot unterbreiten. Als Kaiser Varen einst die fünf Gefährten zusammenbrachte, tat er dies, weil er hoffte, ein Tamriel erschaffen zu können, in dem jeder frei und sicher unter einem geeinten Banner leben kann. Wir fünf Gefährten scheiterten, verraten von einem der unseren, dem Wurmkönig Manimarko. Alles, was danach geschah, ergab sich aus dem Verrat dieses Mannes. Jetzt sind vier der fünf wieder vereint, um ein großes Unrecht wiedergutzumachen. Doch das Schicksal verlangt nach einer fünften. Wir möchten, dass ihr uns als fünftes Mitglied beitretet. Ihr seid der Champion, der uns schon damals hätte beistehen sollen. Schaut nicht so grimmig. Das ist alles eher symbolisch zu verstehen. Aber bitte, tut einem alten Soldaten den Gefallen. Mein Fürst, mit eurer Erlaubnis. Ihr braucht mich nicht mehr so zu nennen, Sasa Han. Wir sind jetzt gleichberechtigt. Vor all diesen Jahren, als wir unter dem Banner unseres Herrn kämpften, um das Kaiserreich von den Langhauskaisern zu befreien, taten wir es für den Traum von Freiheit und Frieden, nicht nur für das Kaiserreich, sondern für ganz Tamri. Zusammen haben wir eine Gemeinschaft geschaffen, die stärker als jede Klinge ist. Doch dann wurde sie von einem der unseren auf den Felsen des Betrugs zerbrochen. Die Gemeinschaft gibt es nicht mehr. Dennoch haben wir vier uns hier für ein gemeinsames Ziel vereint. Uns treibt nicht die Rache, sondern Wahrheit, Treue und Gerechtigkeit. Ich, Sasa Han, Vogt der Abtei der Klingen, rufe die fünf Gefährten, sich heute erneut beim Licht des Stendars und dem Herzen Lorkans. Möge unsere Klinge der Kameradschaft neu geschmiedet werden und möge die Entseelte unsere gemeinsame Freundin die Spitze werden, die wir ins Herz eines dädrischen Fürsten rammen. Sasa Han hat recht. Ihr seid das Mitglied, das wir vor all diesen Jahren hätten haben sollen. Es ist, wie die Schriftrollen es vorhersagten. Die Seelenlose wird der Hellste der fünf Sterne sein und sie sollen uns alle zur kommenden Dämmerung führen. Oh, bitte, ihr melodramatischen Speichellecker. Gut, gut. Wenn es euch hilft, die Sicherheit des Kaiserreichs zu gewährleisten, wenn eine eurer dummen Prophezeiungen wahr wird... Erneut stehen wir vereint. Die fünf Gefährten wurden neu erschaffen. Und zusammen werden wir den Gott der Intrigen schlagen. Kommt her, meine Freundin. Ich will euch noch etwas sagen, bevor ihr geht. Es war eine lange Reise, nicht wahr? Mein Vater sagte immer... Wer alle Rauheiten des Lebens meidet, bekommt nie genug Schliff, um zu glänzen. Inzwischen müssen wir ja schon richtig strahlen. Ich habe über unsere Abenteuer und all die Strapazen nachgedacht, die wir gemeinsam durchgestanden haben. Vor uns liegt das letzte Stück dieser Reise, oder nicht? Ich bereue keinen Augenblick, aber mir ist aufgefallen, dass wir noch keine Gelegenheit hatten, uns als Freunde zu unterhalten. Ich frage mich, wo ihr euch selbst seht, wenn all das hier vorbei ist. Also ich meine, falls wir überleben, eure Seele zurückholen und Molag Bal aufhalten. Auf jeder Reise lernt man Demut. Man sieht aus erster Hand, wie klein der eigene Platz in der Welt doch ist. Das Komische dabei ist, je weiter man reist, desto schwerer fällt einem die Rückkehr. Aber wenn man es tut, wenn man zurückkehrt, dann sieht man den Ort, von dem man aufgebrochen ist, mit ganz neuen Augen. Ich weiß nicht. Vielleicht kehre ich nach Himmelsrand zurück und lasse mich dort nieder. Vielleicht drücke ich ein paar Welpen raus. Vielleicht züchte ich Schafe oder baue Kohl an. Was? Nein! Könnt ihr euch das vorstellen? Lyris-Titanenkind, die Schafhirtin? Die Bäuerin? Die Hausfrau? Ich muss draußen im Wind und der Wildnis sein. Und wenn ich jemals jemanden finde, der mein Leben teilen soll, dann wird es ihm genauso gehen. Ich bin dran. Was bereut ihr bei all dem, was wir durchgemacht haben, am meisten? Ihr habt ein hartes Herz, was? Keine Reue, keine Tränen, keine Zweifel. Schaut ihr nur zurück, wenn ihr vorhabt, auch tatsächlich in diese Richtung zu gehen?
Ich schätze, genau so jemanden brauchen wir jetzt. Oh, vieles. Verlorene Freunde, verpasste Gelegenheiten, Fehlschläge und Scheitern. Vielleicht ist das Beste, worauf wir hoffen können, am Ende die richtigen Dinge zu bereuen. Ich bereue, dass ich mir nicht die Zeit genommen habe, all jene kennenzulernen, mit denen ich gekämpft habe. Ich hoffe darauf, das zu ändern. Noch eine letzte Sache. Mögt ihr Met? Wusste ich's doch, dass ich euch mag. Also, trinken wir auf Molag Bal, diesen Skewer von einer Eule. Sein Gehänge soll modern mit übler Braunfäule. Unser Marsch sei wacker, unsere Herzen seien stark, wenn wir ziehen nach Kalthafen, um zu spucken auf sein Grab. Vergessen wir nicht die Kämpfe, die uns an diesen Punkt gebracht haben. Wir sind fast zu Hause. Wir müssen nur noch ein wenig weiterkämpfen. Seid ihr alle verrückt? Ihr wisst, was wir tun müssen, richtig? Wir müssen einen dädrischen Fürsten bekämpfen, Amulett oder nicht. Das wird noch mehr Tod bedeuten. Entseelte, kommt her. Ich erzähle euch, was sie euch verschweigen. Ihr freundet euch wohl so richtig mit Titanenkind an? Mir persönlich ist ja die Gesellschaft kluger und gut informierter Leute liebe. Vielleicht solltet ihr das bei Gelegenheit auch einmal probieren. Nun, ihr habt also den großen Manimako niedergestreckt. Gut gemacht. Ihr habt dem Kaiserreich einen großen Dienst erwiesen. Der Bauer dankt ja auch nicht der Kuh, wenn sie sich auf dem Feld erleichtert, aber trotzdem wird dadurch die Ernte reichhaltiger. Ich schätze schon. Doch das war nicht der Grund für dieses herzerwärmende Wiedersehen. Waren und ich haben uns viel unterhalten, seitdem ihr das Amulett geborgen habt, und wir haben uns auf ein endgültiges Vorgehen geeinigt. Molag Bal bleibt weiterhin eine Bedrohung und Tamriel schwebt noch immer in großer Gefahr. Erst muss die Ebenenverschmelzung aufgehalten werden. Schon jetzt sammeln sich Streitkräfte, die einen Ansturm auf das Reich des Vergessens planen. Ihr müsst euch ihnen anschließen. Dann und nur dann können wir den Kampf zu Molag Bal selbst tragen, um den Schutz Nirns wiederherzustellen und eure Seele zurückzufordern. Ich weiß mehr über die Dädra als jeder andere lebende Mensch oder mehr. Auf Gedeih und Verderb knüpfte meine Familie stets Bande zu den Mächten des Vergessens. Und so viel weiß ich. Man kann einen Dädra-Fürsten nicht töten. Aber wir haben das Amulett der Könige. Da wir das Amulett in unserem Besitz haben, können wir ihn vielleicht verwunden, noch dazu schwer. Und so zwingen wir ihn, restlos jede Seele freizugeben, die er gestohlen hat, einschließlich der euren. Und genau da kann uns euer Zustand noch von Nutzen sein. Das Ritual, das wir mit dem Amulett der Könige durchgeführt haben, hat den Seelenbruch ausgelöst und den Schleier zwischen den Welten beschädigt. Wenn dieser Schaden behoben werden soll, muss ich versuchen, das Ritual erneut durchzuführen, dieses Mal mit euch. Nur, wenn wir es hier auf Nirn durchführen würden. Aber wenn wir nach Kalthafen reisen, könnten wir die Macht vielleicht in geordnete Bahnen lenken, um euch so mit genug göttlicher Macht zu erfüllen, dass ihr den Dädra-Fürsten herausfordern könnt. Doch das hat seinen Preis. Die Anrufung der Macht des Amuletts auf diese Weise wird die Seele von jemandem verschlingen. Ganz und gar. Man kann die Macht der Götter nicht bündeln, ohne einen solchen Preis zu entrichten. Leider habt ihr keine Seele, die verschlungen werden kann, und ich selbst habe ja das Ritual durchzuführen. Genauer gesagt, einer eurer drei Gefährten. Ich vermute, dass sie deshalb so ekelerregend dankbar und kriecherisch sind. Selbstverständlich ist es das. Eine Tatsache bleibt allerdings bestehen. Einer der fünf wird sein Leben geben müssen, um diesen Angriff auszuführen, wenn die Zeit reif ist. So sagtet ihr, bevor die Entseelte eintraf. Und ich habe es schon überdacht. Ich werde es tun. Schneelilie, nein. Ihr solltet euer Leben nicht so hergeben müssen. Das ist meine Pflicht. Als Strafe für meine vielen Versäumnisse. Das ist meine Gelegenheit, die Dinge richtig zu stellen.
Die Schriftrollen sagten nichts von diesem Moment. Und so bin ich nicht an ihre Diktate gebunden. Entseelte, ich bitte euch, dass ich dieses eine tun kann. Alles passierte nur wegen meiner Selbstüberschätzung. Ich werde derjenige sein. Herr, ihr habt schon genug getan. Das war Mani Marco, nicht ihr. Als diejenige, die den dädrischen Fürsten bekämpfen wird, soll die Entseelte entscheiden. Ihr meldet euch nicht freiwillig, Tarn. Reitet ihr wieder eure eigene Haut? So schwer es euch auch fallen mag, Lyris, seid keine Idioten. Ich kenne als Einziger das Ritual und wir haben keine Zeit, es noch jemandem beizubringen. Das reicht. Das wird jetzt nicht entschieden. Entseelte kommt her. Ich habe noch ein paar letzte Worte für euch. Es scheint, als ob sich der Kreis nun schließt, Entseelte. Damit Millionen andere leben können, ja. Seid nicht beunruhigt. Jeder von uns würde ein solches Opfer mit Freuden bringen. Wie Tarn schon sagte, es sind bereits Pläne im Gange, um nach Kalthafen vorzudringen. Ihr müsst ein Teil von ihnen werden. Jene Anker, die uns ans Reich des Vergessens ketten, ziehen uns immer dichter an es heran. Sie müssen ein für allemal zerschlagen werden. Wenn die Ebenenverschmelzung abgewendet wurde und der Staub sich gelegt hat, werden sich die fünf Gefährten ein letztes Mal versammeln, um sich dem Schicksal zu stellen. Der Gott der Intrigen muss aufgehalten werden, Entseelte. Das ist das Einzige, was im Augenblick zählt. Rastet nicht zu übereilt auf diese letzte Stunde zu. Nehmt euch die nötige Zeit für die angemessene Wertschätzung der Dinge, die ihr habt, der Freunde, die ihr fandet und der Welt, die euch gebar. Wir werden in der letzten Schlacht an eurer Seite stehen. In der Zwischenzeit werden wir uns vorbereiten und für die Sicherheit des Amuletts der Könige sorgen. Ihr müsst euch jetzt noch nicht entscheiden. Aber wenn die Stunde naht, solltet ihr wissen, dass wir euch beistehen und eure Entscheidung akzeptieren werden. Ich werde euch nicht sagen, dass ihr einfach nicht mehr daran denken sollt. Einer dieser Leute wird für euch sterben müssen. Könnt ihr diese Entscheidung treffen, wenn die Zeit dafür kommt? Oder werdet ihr daran scheitern und uns alle zum Untergang verdammen? Dann stellt ihr euch jetzt also von Angesicht zu Angesicht dem ganz großen Bösewicht, ja? Toll, viel Glück wünsche ich euch. Diese ganze Sache mit der Ebenenverschmelzung scheint mir eine üble Angelegenheit zu sein. Mir ist mein Kalthafen mit ein bisschen weniger Tamriel drin sehr viel lieber. Vielen Dank. Ah, gut. Ich habe euch gefunden. Sprecht mit mir für einen Moment, wenn es geht. Ja. Seid gegrüßt. Ich bin Vanos Galerion, Oberhaupt der Magiergilde. Ich brauche eure Hilfe. Ja, es wird höchste Zeit, dass Tamriel aus den Fängen Molag Bals befreit wird. Die Anker, die Dädra, die Untoten, sie verwüsten unsere zerbrechliche Ebene der Sterblichen. Ich habe einen Plan und ich brauche eure Hilfe. Ich glaube, ihr seid die Einzige, die mir helfen kann, diese Sache zu Ende zu bringen.
Ich möchte, dass ihr Drossel trefft, den Anführer der verborgenen Wappenträger. Er wird bei der Magiergilde in Gramfeste sein. Selbst Jorons persönliche Agenten halten meine Idee für vernünftig. Ich komme bald nach. Ich muss nur noch ein paar letzte Vorbereitungen treffen. Nun, wenn das nicht die Heldin des Paktes ist. Ich bin froh, dass ihr es geschafft habt. Ich bin der Anführer der verborgenen Wappenträger. Falls ihr schon von uns gehört habt, haben wir unsere Arbeit nicht sehr gut gemacht. Die Wappenträger kümmern sich um die schmutzigen Geschäfte des Paktes. Manchmal schließt das Agenten der Morak Tong und anderer Geheimorganisationen mit ein. Wie Naryu hier. Sie schuldet mir einen Gefallen. Eine lange Reihe an Geschichten, für die wir keine Zeit haben. Sie hat meinen Bruder gerettet. Ich habe ihr Leben gerettet und so immer hin und her. So viel zu den Geschichten. Ihr seid wegen Vanus Galerion hier? Dieser verrückte Altmeer möchte ein geheimes Treffen zwischen den Anführern der Allianzen auf neutralem Territorium organisieren. Er wird jeden Augenblick hier sein. Also überlasse ich es ihm, euch die Details zu erklären. Aber macht euch keine Sorgen. Wir Wappenträger werden unseren Teil beitragen. Kleine Details. Dafür Sorge tragen, dass die richtigen Agenten am richtigen Ort sind. Die Interessen des Paktes schützen solche Sachen. Ich könnte euch mehr erzählen, doch dann würde Naryu euch töten wollen. Oder vielleicht nur ein bisschen aufschneiden. Nun, sieht so aus, als wäre ich froh, dass ihr gekommen seid, Virian. Ich fordere da einen Gefallen ein. Ihr meint, ihr habt mich gerufen, ohne zu wissen, ob ihr mich benötigt, Drossel? Ach, was für ein Gefallen. Ihr müsst die anderen Spionagenetzwerke kontaktieren. Die Augen der Königin des Altmeri-Dominions und den Ring der Dolche im Dolchsturzbündnis. Kontakt. Ihr meint also mit den Spitzen meiner Dolche immer wieder... Richtig? Nein, nein. Es geht hier um Diplomatie. Kein Blutvergießen. Entschuldigt meine Verspätung. Was für ein verschwendeter Gefallen, Drossel. Warum nicht etwas, das eure Lakaien nicht hätten tun können? Danach sind alle Schulden beglichen. Ich weiß, aber es ist wichtig. Danke, Naryu. Mit euch reite ich sogar bis nach Auridon. Gehen wir. Danke, dass ihr so schnell gekommen seid, Champion. Ich habe mit Gräfin Hakruba über die Kriegergilde gesprochen. Unsere beiden Gilden glauben, die Zeit ist reif, den Kampf nach Kalthafen zu tragen. Aber das bringt uns in eine schwierige politische Lage. Vertrauen, wie immer.
Die Anführer der Allianzen werden nie zustimmen, gemeinsam vorzugehen. Und wenn unsere Gilden nur mit einer Allianz arbeiten, so werden es die anderen beiden als Verrat ansehen. Für unsere beiden Gilden ist unsere Neutralität unsere Stärke. Wir können es uns nicht leisten, auf beiden Seiten zu stehen. Der Krieg in Cyrodiil ist lang und blutig und alle drei Allianzen sind schwach aufgestellt. Sie können keine Ressourcen für einen Angriff auf Kalthafen entbehren, ohne sich selbst zu schwächen. Ich möchte alle drei Anführer zusammenbringen. Vielleicht können wir eine Vereinbarung treffen. Ihr seid in einer einzigartigen Position. Ihr dürft mit Autorität sprechen, aber ihr seid keine Anführerin einer Allianz. Ihr seid respektiert. Ihr habt einen Ruf. Vielleicht lassen sie euch zu Wort kommen, bevor sie sich gegenseitig an die Kehlen springen. Kurz gesagt, ihr seid die perfekte Diplomatin. Ich habe den perfekten Ort für das Treffen gefunden. Ein neutraler Ort, fernab von umkämpften Territorien. Eine Insel mit dem Namen Styrk. Ich kann euch eine Audienz mit jedem Anführer verschaffen und für eine magische Anreise sorgen. Ihr müsst sie nur davon überzeugen, nach Styrk zu reisen. Das ist alles, worum ich bitte. Ich werde das Portal öffnen. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich mit euch reise und als neutrale Partei die Vorstellung übernehme. Das könnte die Sache erleichtern. Hochgeschätzte Königin Airen Arana Altmeri, es ist mir eine große Ehre, euch vorstellen zu dürfen. Vanus, ihr seid so steif. Ich kann mich an die Güte erinnern, die ihr einem schüchternen Straßenkind vor vielen Jahren im schönen Sommersend entgegengebracht habt. Damals habt ihr dessen Herz gewonnen und daran hat sich nichts geändert. Ihr erwärmt eines alten Mannes Herz, meine Königin. Ich erinnere mich gut an diese glückliche Zeit. Ich auch, alter Freund. Entschuldigt die vielen Wachen. Mir wurde gesagt, sie seien notwendig. Wir leben in dunklen Zeiten. Weise vorausgesorgt, meine Königin. Mein Rat hätte nicht anders gelautet. Wenn ihr gestattet, würde meine Begleiterin gerne mit euch sprechen. Ah ja, ich möchte diese Heldin treffen, über die ich schon so viel gehört habe. Nur selten kommen mir die Heldentaten von jemandem zu Ohren, der eigentlich als Todfeind angesehen werden sollte. Kommt, lasst uns reden. Vanus ist ein lieber Mann. In vielerlei Hinsicht ist er wie Familie für mich. Da er euch vertraut, bin ich willens, unsere Streitereien beiseite zu legen. Aber unter anderen Umständen wären wir beide erbitterte Feinde. Gut gesprochen, und ich akzeptiere eure Worte. Um vollkommen ehrlich zu sein, konnte ich diese Gelegenheit, euch zu treffen, nicht verstreichen lassen. Eure Taten sind legendär. Ein wahrer Champion ist wie ein Stein, der auf die Wasser der Geschichte geworfen wird. Die Wellen, die er auslöst, breiten sich rasch sehr weit aus. Demut ist eine edle Sache, aber ihr müsst stark und selbstsicher bleiben. Ein wahrer Champion ist zugleich auch immer ein Spielball der Geschichte, und die Geschichte kann ein grausamer und herzloser Herr und Meister sein. Doch genug der Philosophie. Worüber wolltet ihr mit mir sprechen? Und es müssen alle drei Anführer der Allianzen für dieses Treffen zugegen sein? Ein gewagter Vorschlag. Er gefällt mir. Wohlan denn. Ich will euch keine falschen Hoffnungen im Hinblick auf die Verhandlungen selbst machen, aber ich werde dabei sein. So viel kann ich versprechen. Das lief gut, glaube ich. Sollen wir weitermachen? Nach Wegesruh. Erwartet ein gewisses Maß an Formalität. Der Hof von Großkönig Emmerich ist allzu oft voller Lästermäuler und Umstürzler. Daher wird dieser Tage genau auf das Protokoll geachtet. Sollen wir? Sagt der zauberhaften Dunmer Nario, dass sie sich gerne als Kellnerin verkleiden und für diesen stolzieren darf. Ras, unangebracht. Dieser bereut nichts.
Verehrter Großkönig Emmerich, ich danke euch dafür, dass ihr an diesem Treffen teilnehmt. Ich würde es nie wagen, eure Zeit ohne guten Grund in Anspruch zu nehmen. Wir kennen einander jetzt schon geraume Zeit, Meister Galerion. Ihr seid nicht für eure kapriziösen Launen bekannt. Doch sagt mir, wer ist eure Begleiterin? Das, Eure Majestät, ist die persönliche Vertreterin von Skaldenkönig Jorun. Gesandt, um mit euch über die bevorstehende Kalthafenkrise zu sprechen. Der Skaldenkönig schickt seinen persönlichen Champion in die Festung seines Feindes? Entweder setzt er sehr viel Vertrauen in euch, oder er versucht, euch umzubringen. Ich bin fasziniert. Kommt, sprechen wir. Bei die Bellas Beinen, ihr seid mir ja eine tapfere Reckin. Sogar die Barden von Wegesruh besingen eure Taten. Ich muss zugeben, ich hatte gehofft, euch eines Tages kennenzulernen. Wir schärfen unsere Klingen am selben Wetzstein, wenn ihr versteht, was ich meine. Dann sagt mir, ist es Wahnsinn, der euch dazu bringt, hier dermaßen hereinzustürmen? Oder wollt ihr euch im Namen eures Volkes ergeben? Wenn dem so ist, nehme ich an. Das ist zwar ein ziemlich tristes Thema, aber das ist mir immer noch lieber als aufgeregte Worte wie »Ich bin gekommen, um euch zu töten, Eure Majestät« zu hören. Es ist fast ermunternd, dass ihr das nicht gesagt habt. Ihr wollt also über unseren dädrischen Lieblingsfürsten sprechen. Was ist mit ihm? Ha, es tut mir leid. Ich glaube, ich muss mich verhört haben. Einen Moment dachte ich, ihr hättet gesagt, ihr wollt gegen einen dädrischen Fürsten kämpfen. Ganz besonders witzig wäre das, wenn ihr dafür auch noch meine Hilfe wollen würdet. Also, was habt ihr gerade noch gleich gesagt? Das wäre der reinste Wahnsinn. Aber mir gefällt der Gedanke, sowas in den Geschichtsbüchern neben meinem Namen zu lesen. In Ordnung. Wenn Eiren und Jorun erscheinen, dann werde ich auch da sein. Sollte das allerdings ein Attentat werden, dann werde ich euch mit mir nehmen. Beste Grüße an Drossel. Sagt ihm, dass ich hoffe, bald wieder mit ihm tanzen zu dürfen. Ihr habt euch also mit dem Feind abgegeben, Daria, oder? Nur damit ihr es wisst. Ich wusste das bereits. Oh, ich mische für mein Leben gern, Eure Majestät. Eines Tages werde ich denen mal was ins Essen mischen. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Gute Arbeit. Wir müssen zurückkehren und mit den Vorbereitungen beginnen. Wir haben viel zu tun. Kommt! Alle drei Anführer haben zugestimmt, sich mit uns auf Stirk zu treffen. Jetzt kommt der schwierige Teil. Einzeln sind die Anführer ja einigermaßen bei Sinnen und geradezu vernünftig. Aber wenn man sie zusammensteckt und... Nun, ihr werdet es schon noch früh genug sehen. Alles ist vorbereitet. Seid ihr bereit, zum Gipfel zu reisen? Dann werde ich, mit eurer Erlaubnis, das Portal nach Stirk öffnen. Möge Auriels Hand uns alle leiten. Wir sind bereit, Vanus. Einen Augenblick, bitte. Ich werde auf der anderen Seite auf euch warten. Unser Repräsentant Hauptmann Alfauri ist für die Sicherheit auf Stirk verantwortlich. Er hat uns versichert, dass dort alles in Ordnung sei, aber seid dennoch auf der Hut. Viel Glück. Willkommen auf der Insel Stirk. Repräsentanten aller drei Allianzen sammeln sich am Treffpunkt. Er befindet sich gleich dort vorn, durch die Ruinen. Mir wurde gesagt, sie kämen jeden Moment durch Portale am Treffpunkt an.
Nach all dem Blutvergießen in Cyrodiil fürchte ich, dass sie einander nur schwerlich trauen werden. Vielleicht könnt ihr ihnen dabei helfen, zu erkennen, wie weise eine Zusammenarbeit wäre. Ich beneide euch nicht um diese Aufgabe. Wir haben bereits eine ganz ordentliche Gruppe von Experten für die Invasion Kalthafens versammelt. Auf dem Weg zum Treffen werde ich euch einige von ihnen vorstellen. Geht voran! Zwei Könige und eine Königin, die keinen Fingerhut Geduld füreinander aufbringen können. Es wird schwer, einen Kompromiss zu finden. Das versichere ich euch. Jawohl. Schau, das ist Fürstin Laurent. Vorsichtig damit, ihr ungeschicktes Ding. Nun beeilt euch, wir verpassen doch alles. Ich werde eures Zaubers nie überdrüssig, Fürstin Laurent. Der leibhaftige Vanus Galerion. Vielen herzlichen Dank für diese Gelegenheit. Ich hatte ja keine Ahnung, dass der Gipfel auf der legendären Insel Stirk stattfinden würde. Sie scheint mir eine passende Wahl. Hier trafen sich einst die Anführer der ersten Ära und versammelten die Marine aller Flaggen, um gegen die Kreken anzutreten. Ich kann es kaum abwarten, zu sehen, welche Überraschungen Molag Bals Reich noch für uns bereithält. Wir sind hier, um Krieg zu führen und nicht um Sehenswürdigkeiten anzuschauen, meine Dame. Keine Sorge, Vanus. Ich kann auf mich und meinen nutzlosen Lumpen von einem Leibdiener aufpassen. Stibbons, habt ihr diese Taschen noch immer nicht gepackt? Bei euch ist wirklich Hopfen und Malz verloren. Lebt wohl, meine Dame. Wir müssen uns sputen. Wir werden auf dem Gipfel erwartet. Wunderbar. Es ist Telinger. Hier kommt Telinger, der Artefaktor selbst. Muss es immer erst eine Krise geben, bevor ihr euch von euren Spielzeugen losreißen könnt, Telly? Vanus, eure Roben riechen nach gescheiterten Experimenten und eure Worte sind nur wenig geistreich. Sagt mir, Telly, aus welcher Dwemer-Müllhalde seid ihr diese Woche gekrochen? Ihr müsst lernen, denjenigen Respekt zu erweisen, die euch überlegen sind. Lasst mich doch bitte wissen, falls mal einer vorbeikommt, ja? Dafür habe ich weder die Zeit noch die Energie, Telinger. Daher wünsche ich euch nun einen guten Tag. Es wird nicht leicht werden, die Anführer zur Zusammenarbeit zu bewegen. Ich hoffe, ihr seid dieser Aufgabe gewachsen. Der für die Sicherheit verantwortliche Hauptmann Alfauri ist dort drüben. Hauptmann Alfauri, wurde die Insel gesichert? Jawohl, alle Schiffe in der Gegend wurden von der Insel umgeleitet und die Schutzzauber sind an Ort und Stelle. Und die Anführer der Allianzen? Sie werden jeden Augenblick hier sein. Sobald ihr könnt, solltet ihr dorthin aufbrechen. Wir sind auf dem Weg. Vielen Dank, Hauptmann. Wir müssen uns sputen. Die Sicherheitsvorkehrungen könnten nicht strenger sein. Das sollte alles völlig glatt gehen. Großkönig Emmerich vom Dolchsturzbündnis. Königin Eiren vom Altmeri-Dominion. Jorun, der Skaldenkönig vom Ebenherzpakt. Wir müssen unsere Differenzen ausräumen, sonst ist dieser Angriff schon jetzt zum Scheitern verurteilt. Woher wissen wir, dass das kein Trick ist? Ein kluger Plan, um unsere Streitkräfte abzulenken, während eure Armeen die Kaiserstadt einnehmen. Ich dachte, Dolche im Rücken wären eure Spezialität, Emmerich. Bitte, seid ihr denn beide so arrogant? Eure Waffen sind Spielzeuge im Vergleich zu den Schrecken, über die Molag Bal gebietet. Ich werde nicht die Zukunft meiner Untertanen aufs Spiel setzen, wenn ich als Sicherheit nur das Wort eines Eisbarbaren und einer Halbstarken habe. Ich fürchte um Tamriels Zukunft, falls je einer von euch beiden auf dem Rubinthron sitzen sollte. Seit wann schert euch denn euer Volk? Ihr hebt doch nie einen Finger, außer um euer Gold zu zählen. Bitte, Hoheiten, dieses Gezänk führt doch zu nichts. Was für eine Zeitverschwendung. Halsstarrige Narren, alle beide. Was für ein Durcheinander. Verzeiht, Vanus, aber ich werde nach meiner Löwengarde schauen.
Widerspenstige Narren. Ihr Stolz wird uns alle töten. Wir dienten als erste Verteidigungslinie gegen Molag Bals Invasoren und vernichteten seine dunklen Anker in ganz Tamriel. Sie haben es geschafft, ihre eigenen Reihen zu lichten und halb Cyrodiil einzuebnen. Was meint ihr? Bereit und fähig. Doch wie die Magiergilde zwingt auch uns der Nicht-Einmischungspakt zur Untätigkeit. Die Allianzen dulden unsere Anwesenheit in ihren Reichen nur, wenn wir neutral bleiben. Solange nicht alle drei Allianzanführer ihre Zustimmung geben, sind uns die Hände gebunden. Unglücklicherweise verläuft dies so gut, wie ich es erwartet habe. Selbst wenn wir sie dazu bringen können, ihre Streitigkeiten beizulegen, werden sie trotzdem niemals zustimmen, Truppen nach Kalthafen zu entsenden. Dann bliebe Cyrodiil nämlich ungeschützt. Eine interessante Idee. Aber sie müssten erst einmal aufhören, sich zu streiten, um überhaupt darüber nachdenken zu können. Warum besucht ihr nicht jeden der Anführer in seinem jeweiligen Lager und seht, ob sie einzeln vernünftig mit sich reden lassen? Euer Skaldenkönig hat die Geduld eines Bullen in der Brunft. Wir sind hier am Verhandlungstisch und nicht auf dem Schlachtfeld. Könnt ihr diesen Dickschädel nicht zur Vernunft bringen? Das ist schon mal mehr, als ich von denen kriege. Was schlagt ihr vor? Ich stelle weder ihre Entschlossenheit noch ihren Mut in Frage, aber sie sind nur wenige. Und die Anhänger Molag Bals sind übermächtig. Ich bin nicht überzeugt, aber lasst mich noch einmal darüber nachdenken. Es muss etwas getan werden. Diesbezüglich sind wir uns einig. Ich habe alles versucht, aber diese sturen Bastarde wollen es einfach nicht verstehen. Und was ist mit dem Krieg in Cyrodiil? Wenn ich Truppen für diese Invasion bereitstelle, wird der Pakt auf dem Schlachtfeld massiv in der Unterzahl sein. Ha! Zaubermeister und Söldner gegen die dädrischen Horden? Ohne den Ebenherzpakt haben sie nicht die geringste Chance. Was ihr da sagt, klingt sogar vernünftig. Ich werde diesen tollkühnen Plan unterstützen, wenn ihr die anderen Anführer davon überzeugen könnt. Jorun ist aus reinem Trotz so stur. Er ist euer König. Könnt ihr ihn nicht zur Vernunft bringen? Gibt es die? Was schwebt euch vor? Vielleicht. Aber wir wissen nicht genug über Kalthafen, um wirklich vorherzusehen, was sie dort erwarten wird. Ich auch nicht. Aber ich lasse mich auf nichts ein, bis ich mit meinen Beratern gesprochen habe. Nun geht und behelligt die anderen. Ich hatte genug für heute. Glück gehabt? Oder stecken Sie weiter in einer Sackgasse? Ich hoffe, Sie kommen bald zur Vernunft. Sonst verlieren wir das Überraschungsmoment. Und das aus gutem Grunde. Aber je früher Sie zu einer Übereinkunft gelangen... Kommt euch die Luft auch merkwürdig vor? Eigenartig. Es fühlt sich plötzlich so an, als würde ein Sturm aufziehen. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Er ist gekommen? Ich kann nicht! Kaldien, was geschieht hier? Geht! Schafft euch fort! Lauft!
Das sind die großen Anführer Tamriels? Erbärmlich. Aber wie bequem für mich, dass sie sich alle an einem Ort versammelt haben, damit ich sie wie Ungeziefer zerquetschen kann. Bleib zurück, Gräfin! Das Ungeziefer wehrt sich! Wie amüsant und doch so traurig. Ganz Nirren wird mir gehören. Beschützt die Anführer. Ich dachte, wir wären hier sicher, verborgen vor dem Feind. Der Gott der Intrigen wird Tag für Tag mächtiger. Abgemacht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen den Kampf zu ihm tragen. Ja, am Aileidenbrunnen in der Mitte der Insel. Nach dieser schrecklichen Machtdemonstration glaube ich nicht, dass sie eine andere Wahl haben. Verehrte Anführer, ihr habt das Antlitz unseres Feindes gesehen. Molag Bal bedroht sämtliches Leben in Tamriel. Die Magiergilde und die Kriegergilde haben eingewilligt, einen gemeinsamen Angriff auf Kalthafen zu unternehmen. Vertraut auf uns. Bewilligt unser Vorhaben. Gewährt uns euren Segen. Wir werden euch nicht enttäuschen. Vanus hat recht. Die Gilden sind unsere beste und einzige Wahl. Schickt sie nach Kalthafen. Ich gebe es nur ungern zu, aber ich bin Emmerichs Meinung. Mir geht es ebenso. Es scheint, als ob ein Großteil des Misstrauens zwischen unseren Allianzen vom Gott der Intrigen gesät wurde. Molag Bal labt sich an Täuschungen und Chaos. Aber mit Verlaub, dieser Allianzenkrieg ist euer eigenes Werk. Gräfin Hakruba, versammelt die Überlebenden beider Gilden im Innenbereich von Stirk. Der Champion und ich begeben uns nun dorthin, um das Portal zu öffnen. Wir folgen euch auf dem Fuße, Vanus. Die Zeit ist gekommen, Champion. Auf geht's! Ich wünschte, ich könnte mit euch gehen. Ich wollte schon immer Daedra in Molag Bals Vorgarten niedermetzeln. Aber ich vertraue darauf, dass ihr das schon hinkriegt. Viel Glück. Versenkt deine Axt in diesem daedrischen Bastard! Molag Bal,
muss sich für vieles verantworten. Denkt an jene, die heute ihr Leben gaben. Möge Stendar über uns alle wachen. Wir sind so bereit, wie wir es nur sein können. Leider ja. Es ist nicht die gewaltige Armee, auf die wir gehofft hatten. Aber da Molag Bal nun weiß, dass wir kommen, könnte eine kleinere Gruppe unsere einzige Hoffnung sein, unbemerkt in Kalthafen einzudringen. Es ist schwierig vorherzusagen, wo ihr ankommen werdet, wenn ihr Kalthafen erreicht. Seid auf der Hut, meine Freundin. Hallo, was ist das denn? Ihr habt also überlebt, nicht wahr? Sehr gut, sehr gut. Was für ein übles Pech. Sie sind in Kalthafen angekommen, aber an ganz unterschiedlichen Orten. Verdammt unberechenbar, solche Portale ins Reich des Vergessens. Von Molag Bals Verteidigung ganz abgesehen. Fiese Viecher treiben sich hier herum. Zieht los über die Brücke und weiter ins Inland. So ist recht. Willkommen zurück in Kalthafen, alte Freundin. Freut mich, euch wiederzusehen. Ich hatte schon Angst, ihr hättet es nicht geschafft. Welche Brücke? Gibt es da eine Brücke? Brücken sind knifflige Dinge. Unter ihnen leben gerne allerlei grässliche Kreaturen. Bei dieser da ist das anders. Sie führt in die leere Stadt. Ein schrecklich öder Ort. Und ein wirklich hässlicher Anblick, wenn ihr mich fragt. Aber ich schätze, dass ihr dort wohl anfangen wollt, eurer Obliegenheit nachzugehen. Obliegenheit? Was für ein wahrhaft famoses Wort. Obliegenheit. 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 Ich liebe es einfach, wie leicht es einem von der Zunge geht. Willkommen zurück in Kalthafen, alte Freundin. Freut mich, euch wiederzusehen. Ich hatte schon Angst, ihr hättet es nicht geschafft. Willkommen in den wunderschönen Gärten von Kalthafen. Schaut euch ruhig um. Heute ist ein wunderbarer Tag dafür. Saugt das Ambiente in euch auf, den Prunk und all die Wunder. Ich habe irgendwie das absonderlichste Gefühl, dass wir dieses Gespräch schon einmal geführt haben. Oder hatte ich das schon erwähnt? Wie dem auch sei. Ich bin Sir Catwell, der unerschrockene Ritter vom Hofe Kalthafens. Champion der Ritterlichkeit, Beschützer der Schutzlosen, Hirte der Seelenberaubten. Spreche ich denn nicht die Gemeinsprache von Nirn? Einsprach ich sie fließend, aber die Zeit läuft immer weiter, nicht wahr? Tut mir leid, ich habe die Frage vergessen, auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass ich sie schon beantwortet habe. Ihr solltet wirklich besser aufpassen. Habe ich? Daran erinnere ich mich gar nicht. Gleich vor uns liegt eine Brücke. Sie führt zur Stadt. Derzeit ein eher trostloser und leerer Ort, aber mit ein bisschen Farbe und der einen oder anderen Topfpflanze. Und ehrlich gesagt habt ihr im Moment keine große Wahl. Jetzt aber los mit euch! Wahnsinn? Der kommt aus dem Norden, oder? Ich glaube nicht, dass ich schon das Vergnügen hatte.
Nur wenige wagen es, das Reich des Todesfürsten zu betreten. Eure Tat besteht zu gleichen Teilen aus Tapferkeit und Dummheit. Aber ich denke, in diesem Fall brauchen wir genau das. Ich habe auf euch gewartet, Ebenenläuferin. Ihr könnt mich die Stadtwahrerin nennen. Ich bin eine der wenigen Überlebenden, die noch verblieben sind. Ich kümmere mich um diese Stadt. Die Magie, die diese Mauern schützt und für unsere Sicherheit sorgt, braucht beständige Hege und Pflege. Der ursprüngliche Name der Stadt ist nicht mehr von Belang. Jetzt ist sie die leere Stadt, die darauf wartet, gefüllt zu werden. Ein perfekter Ort, um einen Angriff auf Molag Bal zu beginnen. Die Stadt kann euer Schild gegen die Gefahren von Kalthafen sein. Es braucht nur Leben, um sie zu alter Größe zurückzuführen. Möglicherweise. Es gibt keinen sichereren Ort in Kalthafen. Denn Molag Bals Arm reicht nicht bis in die leere Stadt. So war es beabsichtigt und so ist es auch. Bitte begleitet mich ein Stück. Lasst mich euch zeigen, warum diese Stadt euren Zwecken dienlich sein wird. Schaut hin und hört zu. Auch wenn ich es euch erklären könnte, ist es besser, wenn ich es euch einfach zeige. Diese Straßen sind von der Geschichte der Stadt durchdrungen und mit etwas Magie kann ich sie euch enthüllen. Nun kommt, lasst uns ein paar Schritte gehen. Vor langer Zeit befand sich diese Stadt in Nirn. Sie war lebendig und pulsierend und trug einen anderen Namen. Das Volk verehrte Fürstin Meridia, die Strahlende. Es lebte in Frieden und fühlte sich vor allen Gefahren sicher. Aber Meridia hat Feinde, wie den widerlichen Molag Bal. Der Todesfürst hat Untergebene aus Kalthafen gesandt, um ihre geliebte Stadt zu zerstören. Die Verteidiger der Stadt gaben alles, aber sie hatten keine Chance gegen Molag Bals Streitkräfte. Alle außerhalb der Mauern wurden niedergemetzelt. Aber die Krieger und Magier schafften es, die Tore zu versiegeln, um diejenigen, die sich innen zusammenscharten, zu beschützen. Glücklicherweise war gerade der Aeliidenkönig Laloriaran Dunar zu Besuch in der Stadt. Der geschickte Krieger und Taktiker führte schnell die Verteidigung der Stadt an. Der Aeliidenkönig verteidigte ganz allein eines der Tore. Während er kämpfte, betete er um Beistand. Und seine Gebete wurden erhört. Meridia empfand Mitleid für ihre Jünger, aber sie sah auch eine Chance. Molag Bals Portal funktionierte in beide Richtungen. Es war an der Zeit, die Schlacht nach Kalthafen zu verlagern. Meridia umhüllte die Stadt mit einem Zauber und beförderte sie nach Kalthafen. Die Stadt kam unbeschädigt an, aber viele der Einwohner wurden durch die Schutzzauber dieses Reichs getötet oder auseinandergetrieben. Sogar der Aeliidenkönig wurde gefangen. Dennoch hatte Meridia das Unmögliche erreicht. Sie stieß Molag Bal einen Dolch in die Seite. Ein Teil ihres Reiches befand sich in seiner Domäne und er konnte nichts dagegen tun.
Die Überlebenden jedoch verloren den Glauben. Einer nach dem anderen verließ die sicheren Gefilde der Stadt, um nach Nirn zurückzukehren. Sie waren dumm und sie zahlten den Preis dafür, Meridias Befehle zu missachten. Meridia wusste, dass der Tag kommen würde, an dem sich eine Gelegenheit ergeben würde. Ein Molag Bal, der sich seiner Sache zu sicher ist. Champions aus einer anderen Ebene. An diesem Tag würde die Stadt zum Brennpunkt im Schlag gegen den Herren der Intrigen werden. Ich sage, der Tag ist endlich gekommen. Der große Magier Vanus Galerion, der Aeliidenkönig und ihr, unsere letzte und einzige Hoffnung. Ihr müsst eure Verbündeten zusammenrufen und sie hierher bringen. Diese Stadt soll euch gegen Molag Bal dienen. Wisst, dass jede Entscheidung, die ihr in Kalthafen trefft, eine Auswirkung auf die leere Stadt hat. Sie wird mit jeder Person, die ihr rettet, wiedergeboren. Sie wird durch eure Hände zu einer Waffe geschmiedet. Ich bin eure Beraterin. Wir wollen beide Molag Bals Machenschaften Einhalt gebieten. Ich biete euch jede Hilfe an, die ich euch zu leisten vermag. Die leere Stadt wartet auf euch und eure Verbündeten. Setzt sie weise ein und sie wird euch nicht enttäuschen. Ihr müsst jene um euch sammeln, die verloren gegangen sind. König Dünar und Vanus Galerion haben entscheidende Rollen zu übernehmen und sie müssen an eurer Seite sein. Rettet eure vermissten Gefährten. Bringt der leeren Stadt ihren alten Glanz zurück und wir können unseren Angriff auf Molag Bal beginnen. Ihr werdet natürlich mehr als nur König und Magier benötigen, aber sie sind ein genauso guter Anfang wie jeder andere. Andere in diesem Reich, jetzige und künftige Verbündete, haben bei diesem Unterfangen alle eine wichtige Rolle zu spielen. Auf eurer Suche nach dem Magier und dem König werdet ihr gewiss noch andere treffen, die eure Hilfe brauchen. Sucht nach jenen, denen ihr vertraut und die gewillt sind, uns hier beizustehen. Geht nach Westen, jenseits des mondlosen Gangs. Dort findet ihr den Aeliidenkönig, der in einem Turm der Finsternis gefangen gehalten wird. Vanus, der Magier, ist irgendwo auf der östlichen Ebene. Sein genauer Aufenthaltsort ist vor mir verborgen. Ich empfehle euch, erst nach Westen zu gehen, um den Aeliidenkönig zu finden. Aber die Entscheidung liegt bei euch. Wenn ihr König Dünar befreien wollt, müsst ihr die Lichter Meridias bergen. Die Lichter haben die Kraft, sein dunkles Gefängnis zu öffnen. Ursprünglich waren die Lichter ein Geschenk von Meridia. Eine Macht, um die Stadt zu schützen und das Leben ihrer Bewohner etwas leichter zu machen. Als sie die Stadt nach Kalthafen versetzte, erfüllte sie die Lichter mit einem noch größeren Teil ihrer göttlichen Macht. König Dünar ist in einem Turm der Finsternis gefangen, wo er durch Schatten und finstere Magie gebunden ist. Meridias Lichter können diese Bande entwirren. Ohne sie werdet ihr den Aeliidenkönig nicht befreien können. Wie euch sicherlich aufgefallen ist, hat Molag Bals Reich seine eigenen Verteidigungsmechanismen. Dinge, die auf diese Ebene teleportiert werden, werden oft weit über sie verstreut. So wie eure Verbündeten. So wie die Lichter. Sie könnten überall sein, doch wahrscheinlich werden sie von Molag Bals Streitkräften bewacht. Es gibt nur Gerüchte, fürchte ich. Ich habe Geschichten über einen sonderbaren Kerker im Nordwesten gehört. Über einen Turm, der kein Turm ist. Er soll eines der Lichter bergen. Und andere munkeln von einem abscheulichen Laboratorium im Südosten, das die Reinheit von Meridias Licht verzerrt.